Hey Leute, wollt ihr auch wissen, wie ich diesen Kapselhalter hier gebaut habe? Dann bleibt es auf jeden Fall dran. Nach dem Intro geht's auch schon los. Grüß euch! Alle, die eine Espressomaschine zu Hause haben, die kennen diese Kapseln hier und haben wahrscheinlich auch so einen Kapselständer, wo sie das Ganze schön aufbewahren können. Genau darum soll es in diesem Video gehen, denn ich baue mir meinen eigenen Ständer. Genau dafür habe ich mir was Passendes besorgt. Das ist nichts Besonderes. Das ist eine 4 mm starke, ich glaube Holzpappe nennt sich das. Einer Tipp meinerseits, schaut in eurem Baumarkt, wenn ihr mal dort seid, in der Restekiste nach. Oft sind solche Platten gerade mal für einen Euro drin. Nur als Tipp nebenbei. Das Schöne an dem Ganzen ist, wenn ihr das selber gestaltet, könnt ihr komplett individuell das Ganze gestalten. Das heißt, egal ob das Ganze jetzt eckig sein soll, rund, wie auch immer, beziehungsweise auch an der Anzahl an der Kapseln, die ihr habt, könnt ihr das individuell groß anpassen, so wie ihr es natürlich braucht. Nice. Ich möchte jetzt auch nicht ganz groß erklären, wie ich es mache. Das Video an sich ist selbsterklärend. Ich würde sagen, ich mache einfach mal. So Leute, so schaut das Ganze aus, ist jetzt nichts Spektakuläres, sind einfach drei Schlitze hineingesägt worden, allerdings mit einem etwas größeren Loch oben, und zwar genau damit die Kapsel da hineinpasst. Warte, ich zeige euch das einmal besser. So, jetzt kann ich euch auch das System etwas besser erklären, indem wir die Löcher da oben etwas größer haben, damit die Kapsel da ganz genau reinpasst und die Schlitze etwas schmaler sind. Wenn das Ganze eine leichte Anhöhung hat, rutscht das Ganze einfach nach unten und kann nicht raus. Wir haben drei von diesen Blättern. Das wird die oberste Schicht sein, wo das Ganze reinkommt. Dann werden wir ein Mittelstück haben, wo diese ganze Schlitze auch drin sind, allerdings um 1-2 mm größer, damit das Ganze auch Platz hat zum Reinrutschen, und natürlich das Endstück, damit er das Ganze abschließt. Ja, schaut komplizierter aus als es ist. Ich baue es einfach mal zu Ende. Am Ende werde ich die drei Platten einfach zusammenleimen, trocknen lassen. Ob ich es lackieren werde, weiß ich noch nicht. Ich schaue einfach mal. Ja Leute, wir haben unsere drei Teile. So schaut das Ganze aus. Einmal die Front, das Mittelstück und einfach die Endkappe, oder keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Das schaut jetzt wie folgt aus, wenn wir das Ganze dann am Ende miteinander verkleben. Ist es jetzt so, dadurch, dass beim Mittelstück
die Schlitze einfach größer sind, kann, ich weiß nicht, ob man das sieht, dieser Rand von so einer Kapsel kann da drin greifen. Sieht man das? Genau, und kommt hier so nicht raus und kann einfach greifen. Dadurch, dass wir oben noch ein größeres Loch haben, passt das perfekt rein und raus. Genau, ist keine Raketenwissenschaft, ganz einfach zu machen. Ich würde sagen, ich klebe das Ganze mal zusammen. Nachgeschliffen gehört es natürlich, damit das Ganze auch schön drin rutscht. Und ich überlege mir das Ganze, ob ich jetzt noch einen Lack drauf lege oder nicht. Dann lassen wir es einmal ein bisschen trocknen. Der nächste Tag, das Ganze ist fertig getrocknet, hält bombenfest. Allerdings bin ich drauf gekommen, dass ich mich komplett vermessen habe. Die Kapseln passt zwar rein, geht aber sehr streng hinein. Die runde Form drückt sich hinein, das Ganze wird zu einem Eck. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Oh ja, man sieht es. Und das nächste ist auch die zweite Platte. Habe ich die Schlitze viel zu schmal gemacht. Die geht nicht bis ganz nach unten. Das geht mal wieder so am Arsch. Ich habe es überlegt, wie ich das Ganze irgendwie retten kann. Aber ich glaube, das Gescheiteste wird sein, ich baue es einfach nochmal zusammen. Ja. So einfach geht das. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Im zweiten Versuch hat es jetzt mehr oder weniger geklappt. So schaut das Ganze aus. Man kann die Kapseln jetzt oben reingeben, dadurch, dass das Loch etwas größer ist. Und dann flutscht das rein und unten haltet das Ganze. Bevor ich jetzt zum Feinschliff komme, also das Ganze abschleifen und lackiere, habe ich noch vor, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich habe es mir eigentlich mehr oder weniger angezeichnet, dass ich hier die Runden, also das Ganze abrunde hier. Und bei den Ecken will ich noch mit der Fräse, mit der Rundfräse noch drüber gehen. Und dann geht's ans Lackieren. Bis gleich. So schaut das Ganze aus. Ursprünglich habe ich eigentlich vorgehabt, dass ich das Ganze vertikal montiere, aber das nimmt mir viel zu viel Platz weg. Wie man sieht, kann man das Ganze auch horizontal montieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Wie immer, Kommentare und Liken nicht vergessen. Bis die Tage. Ciao, ciao.